Beste Geschichte meines Lebens. Anderthalb Maschinenseiten vielleicht. Auto vergessen, in der Zeitung gelesen. Zwei Schwerkranke im selben Zimmer. Einer an der Türe liegend, einer am Fenster. Nur der am Fenster kann hinaussehen. Der andere hatte keinen größeren Wunsch, als das Fensterbett zu erhalten. Der am Fenster leidet darunter. Um den anderen zu entschädigen, erzählt er ihm täglich stundenlang, was draußen zu sehen ist, was draußen passiert. Eines Nachts bekommt er einen Erstickungsanfall. Der an der Tür könnte die Schwester rufen. Unterlässt es. Denkt an das Bett. Am Morgen ist der andere tot. Erstickt. Sein Fensterbett wird geräumt. Der bisher an der Türe lag, erhält es. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Gierig, erwartungsvoll, wendet er das Gesicht zum Fenster. Nichts. Nur eine Mauer. Einengen. Ja, das war einfach zu klein. Und da hatte ich das Pech. Das lässt mich nicht los. Das Bett an der Tür zu haben. Während mein Nachbarn hatte das Bett ans Fenster. Und der könnte sich auch nicht bewegen. Dann ging es noch dreckiger als mir. Du hättest ihn retten können. Aber trotzdem, der könnte durchs Fenster blicken. Warum? Warum? Er hat da geschaut. Du Mörder. Und der war so nett, mir alles erzählen zu können und zu wollen vor allem. Hat sich Sachen überlegt. Gut, dann kam diese Nacht. Du Mörder. Für was? Für was? Hä? Die werde ich irgendwie nicht. Ich werde sie nicht los. Ich muss immer an diese Nacht denken. Ich habe Angst einzuschlafen, wenn ich an diese Nacht denke. Weil ich Angst habe, an diese Nacht, von dieser Nacht zu träumen. Diese Nacht mit den schrillen Schreien von ihm. Der hat irgendwie so, weißt du, so keine Luft bekommen. Mensch, wann wird das vorbei sein? Ich will das Bett ans Fenster. Ich will das Bett, ich will das Bett, ich will das Bett. Aber ich konnte nichts machen. Gar nichts. Du hättest ihn retten können. Was denn? Wie denn? Ich habe geschlafen. Ich war betäubt. Die haben mir so Sachen reingepumpt. Alles Mögliche. Warum hast du nicht auf den Knopf gedrückt? Ich meine, man sitzt nach, dass mir immer noch nicht gut geht. Oder? Wofür jetzt das Ganze? Hä? Morgen war er tot. Du Mörder. Ja, der war tot. Ich begann das Bett. Wofür jetzt das Ganze? Hä? Dann bemerkte ich, es war gar nicht alles, was er mir erzählt hat. Du Mörder. Dass er all diese Monate, um mich auf frische und guten Launen zu erhalten, erzählt hatte, das war alles eine Lüge. Das war eine scheiß Mauer da vorne, von dem Fenster her. Ja?